Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust auf dieses Video habt. Ich habe heute die Fairy Box für euch, die möchte ich mit euch gemeinsam auspacken. Das ist die Box vom März, also brandneu. Ich bin gespannt, was da drin ist und wenn ihr es aus seid, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Box. Wer sie noch nicht kennt, das ist eine Beauty-Abo-Box und zwar eine Naturkosmetik-Abo-Box. Die beinhaltet jeden Monat 4 bis 6 Naturkosmetikprodukte ohne Tierversuche und ist sehr nachhaltig. Also ihr könnt sie im flexiblen Abo abonnieren und könnt sie auch jederzeit wieder deabonnieren, wenn ihr möchtet. Ich lasse euch den Link dazu unten in der Infobox drin, falls ihr Interesse an der Box habt. Ich finde sie sehr schön. Das ist jetzt meine dritte Box. Ich habe sie im Januar euch das erste Mal gezeigt und ihr fandet sie auch so, so gut. Und mir hat sie auch gut gefallen, deshalb zeige ich euch sie jetzt im März auch wieder. Ihr könnt auch diesen Monat wieder eine Box bei mir gewinnen. Fairy Box stellt mir eine weitere Box für euch zur Verfügung. Da freue ich mich riesig drüber. Also macht sehr gerne bei der Verlosung mit. Ich schreibe euch dazu nochmal alle Infos unten in die Infobox rein. Da ist unten so ein kleiner Pfeil, da könnt ihr draufklicken und da stehen dann alle Infos. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, dann sage ich euch, was ihr reinschreiben müsst. Und jetzt würde ich sagen, packen wir die Box aus. Ihr habt es schon gesehen, die Box kommt immer in so einem, ich sag mal, es sieht aus wie so ein Milchkarton, wie so eine Milchtüte. Irgendwie erinnert mich das. Auf jeden Fall total süß. Und das ist das Logo, also das Markenzeichen von der Fairy Box. Dieser kleine Vogel finde ich total goldig. Und dann kann man das einfach hier oben öffnen. Hier ist einmal so ein Flyer mit dran. Der schaut einmal so aus. Da habt ihr dann die Produkte drauf, was die Produkte kosten. Und vorne steht dann auch meistens drauf, was für ein Goodie mit dabei ist. Im März in deiner Box steht hier. Und dann seht ihr auch den Gesamtwert. Da kann man das halt nochmal nachlesen. Das ist einmal der erste Blick in die Box. Und die packt man quasi von oben nach unten aus. Finde ich auch ganz cool. Und hier sind solche Chips drin. Das sind so Maischips, die man in den Kompost einfach geben kann. Die lösen sich dann auf. Also die sind aus 100% Maisstärke und dann ja, kann man die halt einfach in den Kompost geben. Finde ich ganz gut. Und ich fange jetzt einfach mit dem ersten Produkt auch direkt an. Das ist von Lebensbaum ein Tee. Lebensbaum hatte ich mir tatsächlich auch schon mal einen Tee selber gekauft, den ich richtig gut fand. Und das hier ist einmal der Frühlingsbote Kräuter-Früchte-Tee-Mischung. Und hier haben wir auch ein Vogel drauf. Das passt irgendwie perfekt in die Fairy Box rein. Auf jeden Fall ist das ein Kräutertee. Hier ist indisches Basilikum, Hagebutte, Zitronengras, Apfel, Fenchel und so weiter drin. Werde ich sehr gerne probieren. Freue ich mich drauf. Ist 100% bio, nachhaltig, sozial und fair. Das ist das Goodie von diesem Monat. Ihr habt jeden Monat bei der Fairy Box ein Goodie-Produkt mit drin, was ich auch sehr schön finde. Kommen wir auch schon zu dem nächsten Produkt in der Box. Das ist einmal was von Urte Kram Nordic Beauty. Das ist ein Body Wash und zwar Spicy Orange Blossom. Das ist ein Full-Size-Produkt, 200 ml, so ein Duschgel. Hört sich sehr gut an. Und hier steht auch was drauf und zwar: der herrlich frische Duft nach Orangenblüten umhüllt dich während deiner erfrischenden und anregenden Pflegedusche. Ist mit Aloe Vera und Kokos, Zuckertensiden und soll die Haut seidig weich machen. Sehr interessant, da rieche ich doch direkt mal dran. Das riecht so ein bisschen nach Naturkosmetik, wie Naturkosmetik eben riecht, aber das hat echt so einen schönen, frischen Orangenduft, das kann ich mir vorstellen. Auch für Männer, glaube ich, riecht das ganz gut, weil das so ein klein bisschen herb riecht, finde ich. Also sehr schön, da freue ich mich drüber. Duschgel kann man ja auch immer gebrauchen und von daher. Und ich kenne die Marke noch nicht, das finde ich auch interessant. Das nächste Produkt aus der Box ist einmal was von Cartier Paris und zwar eine Shea Butter. Das ist ein Döschen. Wir haben hier eine 100% Bio Shea Butter, 0% Parfüm für Gesicht, Körper und Haare. Also so ein Allrounder für alles. Das finde ich auch schön. Ist 100% einfach Bio Shea Butter. Das kann man immer gebrauchen. Huch, gerade mal gucken. Hier war noch so ein Siegel dran auf jeden Fall. Schaut die einmal so aus. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein und teste das mal aus. Die ist erstmal noch sehr kalt, weil meine Box stand draußen. Ich bin eben erst nach Hause gekommen. Ist jetzt ein bisschen fester. Riecht auch wirklich nach nichts. Ist ganz reichhaltig. Ich gebe mir das mal hier auf die Hand. Ja, also das ist wirklich eine schöne Shea Butter. Die ist ganz buttrig. Ich würde einfach sagen buttrig und so ein bisschen ölig. Sehr schön. Fühlt sich super an. Kann ich mir gut vorstellen. Halt eben auch für die Haare, für die Haarspitzen oder so. Macht einen guten Eindruck. Hier ist nochmal so ein Deckelchen mit oben drauf. Ja, schön. Die werde ich ins Bad stellen. Die kann man dann wirklich halt für alles Mögliche verwenden oder halt hier für die
Knöchel von den Händen, da habe ich immer so ein bisschen trocken, oder hier, wo der Daumen ist, da ist es auch so ein bisschen trocken. Schön, sind 20 Milliliter und dann kann man das gut mal austesten. Hier steht auch als Tipp noch was drauf zu der Shea Butter, das wollte ich euch gerade noch sagen, weil ich habe es mir gerade erst durchgelesen, dass man das auch nach der Rasur gut verwenden kann und die strapazierte Haut das dann halt gut aufnimmt. Das hört sich sehr gut an. So, das nächste, was hier drin ist, das ist einmal was von Chinchilla. Das ist ein wiederverwendbares Abschminkpad aus Holzzellulose, waschbar bei 60 Grad und 100% abbaubar. Das ist einmal hier in so einem Beutelchen drin mit so einem QR-Code. Neugierig geworden, spare 30% auf deinen Einkauf. Also hier ist nochmal so ein Code, da kann man dann 30% sparen. Ich hole das mal raus. Und das sieht ja witzig aus. Das ist wie so ein, kennt ihr Esspapier? Wie so eine Oblade kommt mir das vor. Also so fühlt sich das auch an. Und das ist ganz, ganz leicht. Das ist wie so diese Küchenschwämme. Kann man schön feucht machen, dann teste ich aus, wie das funktioniert. Erstmal fühlt sich das ein bisschen fest an und ein bisschen rau, so dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man das schön für die Augen benutzen kann. Aber ich werde das auf jeden Fall testen, wie das funktioniert. Mich erinnert das auf jeden Fall an eine Oblade. Und die Marke kenne ich auch schon, Chinchilla. Ich will gerade mal gucken, was hier noch steht. Das ist ein Abschminkpad und das ist ein junges Start-up, Unternehmen aus dem Sauerland. Und Wittgenstein zeigt mit seinem Team, dass Umweltbewusstsein Spaß machen kann, und stellt euch das wiederverwendbare Chinchilla Kosmetikpad vor. Waschbar und wiederverwendbar. Bei 40 Grad kann man das waschen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht und das werde ich auch austesten. Bin ich gespannt drauf. Wir haben hier noch drei weitere Produkte in der Box und ich fange jetzt mal mit dem an, was hier noch am größten ist. Und zwar einmal ein Produkt, wo ich erst dachte, es ist was zum Trinken, so ein Smoothie oder so. Aber das ist von Uga Uga ein Micellenwasser. Und zwar Natural Micellenwasser mit Hyaluron und Cranberry Extrakt. Leute, das hört sich so gut an und das sieht wirklich aus wie so ein Smoothie zum Trinken. Und Uga Uga ist eine schöne Naturkosmetikmarke. Das ist das Micellenwasser mit der Trendmarke aus Litauen. Wird dein Gesicht sanft gereinigt und von Make-up befreit. Hyaluronsäure, Aloe Vera und Rosenwasser spenden Feuchtigkeit und beruhigen die Haut, während Cranberries sie mit wertvollen Vitaminen versorgen. 100 Milliliter sind das. Freue ich mich zu benutzen. Micellenwasser kann man immer gebrauchen. Also ich benutze Micellenwasser jeden Tag. Ich rieche jetzt erstmal nichts. Es riecht tatsächlich doch so ein bisschen nach Cranberry. Also man riecht es so ein kleines bisschen raus. Und ich finde, das passt richtig gut zusammen mit dem Abschminkpad. Also das passt schon toll beieinander. So, kommen wir zu dem nächsten Produkt. Und zwar ist das einmal das hier. Das ist ein Gesichtsöl. Von Summer Cosmetics Natur und Wissen. Das ist vegan, ohne Tierversuche und für alle Hauttypen geeignet. Das ist ein Gute-Nacht-Gesichtsöl. Finde ich auch wirklich interessant. Ich habe bei Öl immer so ein bisschen Angst, dass ich Pickel davon bekomme. Deshalb muss ich mal gucken, ob ich das dann selber benutze. Ich mache das jetzt auch nicht auf. Einfach, weil ich nicht weiß, ob ich es für mich behalte, weil ich ja meine Hautpflege so weit habe. Das hier ist ein Gute-Nacht-Gesichtsöl. Das ist eine Originalgröße, 10 Milliliter übrigens. Mit Zwetschgenkernöl und seinem lieblichen Marzipanduft, Wiesenschaumkraut, Jojoba, Wildrosen und Weizencremeöl mit Vitamin E. Pflegt die Haut. Und 2 bis 5 Tropfen reichen für ein schönes Hautgefühl. Um den Marzipanduft noch intensiver genießen zu können, kann man das Gesichtsöl im Kühlschrank lagern. Oh Leute, ich wollte es doch nicht aufmachen, aber das soll nach Marzipan riechen und ich liebe diesen Marzipanduft, ich mag das. Hier gibt es auch noch 20%, wenn ihr bei Summer Cosmetics was bestellen wollt. Ich blende euch das mal hier unten ein. Fairybox-SC, da könnt ihr dann bestellen und ich mache es dann doch mal auf, weil ich werde es sowieso dann wahrscheinlich irgendwie benutzen, weil ich einfach Marzipan doch zu toll finde. Ich liebe Marzipan. Ich bin gespannt, ob man das hier jetzt arg rausriecht. Das ist halt einfach hier so ein Fläschchen und ich tropfe mir jetzt mal einen Tropfen auf meine Hand. Hier dauert das immer ein bisschen, bis was rauskommt. Ja, das ist ein richtig schönes orangenes Öl. Ein Tropfen reicht auch schon aus hier. Das ist echt richtig ergiebig. Oh, das riecht wirklich nach Marzipan. Oh Gott, das riecht wie diese Marzipankugeln. Kennt ihr die mit Schokolade außenrum? Das riecht so, so gut. Also da muss ich mir echt nochmal überlegen, ob ich das nicht abends benutze vorm Schlafen gehen. Wenigstens auf meine trockenen Stellen, die ich irgendwo habe. Wahnsinnig gut. Ich werde das dann auch in den Kühlschrank stellen, so wie es hier steht, damit das noch intensiver duftet. Sehr schön.
Und das Ganze ist auch noch vegan und tierversuchsfrei. Das gefällt mir. Und das ist ultra pflegend. Also das ist halt so ein richtiges Öl. Richtig ölig fühlt sich das an. Ich kann mir vorstellen, dass man das zur Massage so ein bisschen benutzen kann, weil das schön so gleitet über die Haut. Sehr toll. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Produkt. Und das ist was von Chia Carlotta. Da freue ich mich sehr drüber. Chia Carlotta gibt es ja auch Nagellack und sowas von. Und die haben so wunderschöne Farben immer. Und das hier ist ein Vegan Lipstick. Cool. Und zwar habe ich den hier in der Farbe, ich muss kurz gucken, Brown Pink. Cool. So schaut der einmal aus. Also das ist so ein länglicher Lippenstift. Okay, und den kann man so hochdrehen. Das ist eine braune Farbe und da freue ich mich besonders drüber. Schaut mal, wie schön der ausschaut. Den swatche ich jetzt erstmal. Ich will erstmal gucken, bevor ich den swatche, was der kann. Das ist ein natürlicher Lippenstift mit einer hohen, satten Deckkraft und einem braun-pinken Farbton. Eignet sich perfekt für den coolen, edgy Look. Die Farbgebung gewinnt es unter anderem durch Veggie-Pigmente aus Süßkartoffeln und Radieschen. Wertvolle Inhaltsstoffe wie Shea Butter, Jojoba, Rizinusöl spenden dazu reichlich Feuchtigkeit. Die cremige Textur lässt sich geschmeidig auftragen und sorgt für ein unvergleichbar leichtes Tragegefühl. Originalpreis 14,90 €. Ich swatch euch das hier drauf. Oh, die Farbe ist aber schön. Das ist eine extrem schöne Farbe. Ihr wisst, ich liebe braune Lippenstifte. Und ich überlege gerade, ob ich den jetzt einfach mal auftrage und meinen runter mache. Ich glaube, das mache ich mal. Dann könnt ihr den mal getragen sehen. Also der ist wirklich extrem schön. Und der hat ein ganz tolles, finde ich, so ein bisschen seidig sieht das aus. Und trotzdem so ein bisschen matt. So ein bisschen semi-matt ist das. Sehr schön. Ich brauchte jetzt erstmal einen Moment. Ich hatte so einen Banana Beauty Lipstick drauf. Die Liquid Lipsticks, die halten ja so ewig lang. Und deshalb hatte ich jetzt ein bisschen... Ich hatte jetzt nichts zum Abschminken so da gehabt. Und jetzt trage ich mir den mal auf. Ich glaube, der ist wunderschön. Schaut mal, ich habe den jetzt aufgetragen und ich bin verliebt in diesen Ton. Der ist echt genial. Sieht super aus. Richtig schönes, sattes Braun. So wie ich mir das vorgestellt habe, wo ich das jetzt hier auf der Verpackung gesehen habe. Also ich glaube, die Farbe hat dann auch jeder drin, weil das ja hier auch auf dem Flyer so drauf steht, dass das ein Braun-Pink-Ton ist. Ja, das ist so ein Braun mit so einem ganz wenigen Pinkstich mit drin. Also super, super schön. Ja, was meint ihr dazu, zu dieser Farbe? Schreibt es mal in die Kommentare und würdet ihr den tragen? Ich bin auf jeden Fall happy damit und freue mich, so eine schöne Farbe erwischt zu haben. Also wunderbar, wunderbar. Ich zeige euch nochmal die Produkte im Schnelldurchlauf. Also wie gesagt, einmal den Chia Carlotta Lipstick. Mein liebstes Produkt, glaube ich, aus dieser Box. Dann einmal das Micellenwasser von Uga Uga. Dann einmal das nach Marzipan duftende Summer Cosmetics Gute Nacht Gesichtsöl. Sehr geil. Ein Abschminkpad, wo ich noch nicht weiß, ob es eine Oblate ist oder ein Abschminkpad. Nee, Spaß beiseite. Also ich denke, dass das schon seinen Zweck erfüllt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Dann einmal von Gartier Paris die Shea Butter. Auch wirklich eine tolle Sache. Ein Body Wash mit Orangenblossom-Duft, auch gut. Und einen Tee. Also wir haben richtig viele Produkte diesen Monat im März hier drin. Und ich finde, das ist so eine richtig schöne Frühlingsbox. Muss ich echt sagen, durch diesen Tee-Frühlingsbote, durch das Orangenduschgel, durch dieses nach Cranberry duftende Micellenwasser ist alles sehr schön. Also sagt mir richtig zu. Und ich gucke jetzt gerade mal, der Gesamtwert dieser Box liegt bei 52,55 €. Also da kann man nicht meckern. 19,90 € kostet die Box, wenn ihr euch die im Abo holt. Und ihr könnt die, wie gesagt, auch jederzeit wieder kündigen. Genau, könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr mögt. Es sind alle Infos unten in der Infobox drin. Und jetzt könnt ihr noch einmal diese komplette Box gewinnen. Ich freue mich riesig, dass ich eine verlosen darf. Ihr solltet auf jeden Fall Abonnent von meinem Kanal sein. Ihr dürft gerne, wenn ihr wollt, Fairybox auch auf Instagram folgen. Dort könnt ihr ja mal gucken. Und dann solltet ihr noch einen Hashtag unten in die Kommentare da lassen, damit ich weiß, ob ihr auch teilnehmen möchtet oder nicht. Und der Hashtag, ich würde mal sagen, wir nehmen Naturkosmetik. Hashtag Naturkosmetik. Dann seid ihr im Lostopf. Und wie gesagt, einen Daumen nach oben da lassen, meinen Kanal abonnieren und einen Kommentar schreiben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich fand die Box so schön diesen Monat. Hat mir jetzt von allen drei Boxen, die ich bisher hatte,
am allerbesten irgendwie gefallen. Ich weiß nicht, durch den Lippenstift wahrscheinlich. Auf jeden Fall bin ich sehr angetan und freue mich, euch die Box zeigen zu dürfen. Ich würde mich jetzt auch aus dem Video raus verabschieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, wie auch immer, wann ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Nicole.